Aber ich meine, man könnte in so viele Gegenden was Schönes bauen, da man verschwindet eigentlich immer Potenzial, wenn man irgendwie in Minecraft nicht alles zubaut. Weil man kann überall immer was hinbauen. So, und den Apfel esse ich jetzt einfach mal, weil ich noch so viele Äpfel zu Hause habe, dass ich eigentlich die gar nicht wirklich brauche. Außerdem, mit Pferde kann man mit Äpfel zähmen, ne? 56 habe ich, das heißt, ich kann ja bald mal wieder auf eine Pferdesuche gehen. Auf eine Pferderallye. So. Vielleicht kann man irgendwas mal irgendwann mit Gunpowder machen, aber noch kann man das nicht. Das heißt, noch brauche ich kein Gunpowder. Ich kann ja noch mal eben zwei Bäume fällen. Und warte darauf, dass noch ein paar Saplings kommen. Okay, den neuen Stapel hier kann ich dann auch gleich mal zu Holz machen. Was jetzt natürlich... Wow, einer ist das. Das ist hervorragend. Ich kann mich kaum auf dem Stuhl halten. So überragend ist das, dass ich ein Stück Holz da hatte. 20 habe ich jetzt immerhin. Ja, ist gesetzt. Sah irgendwie eben nicht danach aus, als wäre der gesetzt. So, hier haben wir noch einen Apfel. Da haben wir die Sachen, die ich loswerden wollte. So, dann hier noch hin. Dann fehlt da nur noch ein Setzling. Da vorne liegt schon einer. Das heißt, den setze ich da dann auch mal direkt hin. So. Den konnte man eben nicht sehen. Das war seltsam. Vielleicht war da einfach nur eine Textur am Nicht-Existieren. Das kann sein, ich weiß es nicht. Und die Äpfel habe ich jetzt doch aufgesammelt. Einfach damit ich mal für Pferde genügend Äpfel habe. Ich sollte mal auch wieder auf eine Reise gehen und mir irgendwann dann mal Pferde suchen. Und hier komme ich gar nicht durch. Ich möchte auch natürlich das Dickicht hier nicht kaputt schlagen, falls man das überhaupt Dickicht nennt. Dumm, 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 dumm. Hat ein nettes Lied, ist ja Pippin the Huckin, irgendwas. Oder irgendwie heißt das. Ich weiß es gerade nicht. Hat auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall was mittelalterliches. Einhör könnte man doch rein theoretisch noch gehen, bevor man. Nee, ich fange jetzt schon mal an mit der ersten, Sache nach, innen. So, dafür nehme ich erstmal das Holz raus und daraus mache ich mir dann... Das war vielleicht ein wenig viel, aber besser als zu wenig. Weil das ist ja eine kleine 1x1 Rechnung. Besser zu viel als zu wenig. Kommt drauf an natürlich von was. Aber zu wenig hat ja eigentlich inbegriffen, soweit ich weiß, vom Sprachgebrauch her, dass zu wenig ist etwas Negatives. Das heißt, zu viel ist immer zu wenig vorzuziehen. In dem Falle, wenn zu wenig negativer ist als zu viel, natürlich. Das war jetzt auch eine super Weisheit. Eigentlich war das eine totale dämliche Weisheit. Ganz ehrlich, das kann sich jeder herleiten, aber egal. Ich muss ja auch irgendwie meine Brötchen verdienen. Und meine Brötchen verdiene ich damit, indem ich euch komische Dinge erzähle und euch das Ohr voll quatsche. Ich weiß nicht, ob ihr mit Kopfhörern hört. Ist bei mir ein bisschen unangenehm, glaube ich. Kann ich mir vorstellen, mit Kopfhörern zu hören, weil es ist so, dass ich doch etwas zischende Laute bei mir drin habe. Einfach weil ich ja so stark die Höhen nachbearbeite. Ist ein kleines Problem bei meinen Videos eben so, dass man leicht das Rauschen hört. Weil, ich weiß immer noch nicht, das Mikro dürfte eigentlich nicht rauschen, aber es rauscht irgendwie mit einem Audio-Interface, was sauteuer war. Und es rauscht. Und das macht mich ein bisschen traurig persönlich. Weswegen ich da traurig in meinem Kämmerlein stehe.
und derweil das Lied belausche. Okay, dann habe ich das jetzt so. Dann mache ich da mal wieder eine Reihe von dem Cobblestone oder von den Bricks. Ich habe noch nicht so viele Bricks, ist das Problem. Wo sind denn meine ganzen Bricks hin? So, dann hier Erde hin und da das. Da das. Na, verdammt. Ich bin so ein Bauprofi. Okay, Erde hin und dann da das. Sag nicht, die Sonne geht schon wieder. Die Sonne geht schon wieder unter. Das ist ja echt unglaublich. Ich komme dann so und so nicht viel, wenn die Sonne die ganze Zeit untergeht. Ist ein Problem. So, einmal das zu und dann hier. Und dann arbeite ich natürlich wieder weiter mit normalem Holz. Ich hoffe, das hat am Ende irgendwie was, dass es nicht ganz so grässlich aussieht, wie ich momentan vermute, wie es aussehen wird. Weil ich arbeite, glaube ich, zu wenig mit den Bricks, habe ich das Gefühl. Das heißt, ich muss dahinter wahrscheinlich noch einiges durch Bricks ersetzen. Kann man eigentlich Ziegel-Slabs machen? Das würde mich mal interessieren. Weil dann hätte ich eine Idee, was ich mit den Ziegel-Slabs machen könnte. Eine Idee. Und dann habe ich hier oben eine Workbench. Warum habe ich hier oben keine Workbench? Das ist ja wohl das seltsamste Phänomen der Menschheit. Dann stelle ich mir hier halt einfach eine hin. Die natürlich in der Luft schwebt. Das ist nicht so der Knüller. Ein paar kann man machen. Okay, dann mache ich mir mal 42. Dann habe ich noch 32 Bricks übrig, wenn sie sich mal stacken würden. Danke. Und dann lege ich mich mit meiner Spitzhacke in der Hand schlafen. Gute Nacht, alle miteinander. Und wir sind bei 28 Minuten. Das heißt, in der zweiten Folge. Ich habe euch gar nicht begrüßt, aber das schaffe ich ja meistens nicht, weil ich da dann nicht rechtzeitig auf die Uhr gucke, wenn die Folge beginnt. So. So. Und dann hier noch. Und ich hoffe, das sieht irgendwie aus in irgendeiner Form. Autsch. Das war jetzt sehr professionell. Das ist bei mir Standard. Müsst ihr wissen. Bei mir besticht immer alles durch eine mit einer überdimensionalen Professionalität. Zum Beispiel das. Das sieht man sofort, das ist natürlich alles gewollt, das mache ich, um zum Beispiel das LP zu strecken und alles. Das ist alles wirklich gewollt. Da verdiene ich nämlich sehr viel Geld mit, musst du wissen. Da bekomme ich nämlich Verträge abgeschlossen. Wenn du jetzt das LP noch 500 Folgen machst, dann kriegst du 5 Trilliarden US-Dollar überwiesen. Ich weiß ja nicht. Die Axt geht gleich eh kaputt. Aber das macht jetzt nichts. Ja, jetzt ist sie kaputt. Doch, es macht eigentlich wohl was, weil dann habe ich keine Axt mehr. Das heißt, ich muss mir eine neue Axt machen. Nein, please not. Aber ich komme nicht drum rum. Dass eine Axt aber auch so viel kostet. Genauso wie eine Spitzhacke. Und letztendlich macht die Axt weniger Damage als ein Schwert. Nur weil es nicht darauf ausgelegt ist. Aber eine Axt ist doch eigentlich. Also ich in den meisten Rollenspielen, die ich kenne, oder in vielen Rollenspielen, die ich kenne, sind Äxte eigentlich die Objekte, die mehr Schaden machen, weil man da so einen Schmetterschaden mit ausführen kann. Und Schmetterschaden ist ein bisschen
aktiver als so ein ganz normaler Hiebschaden. Ich habe nur noch 10 Holz. Alter, ich muss gleich wieder neu Holz sammeln gehen. Das war ich doch erst vor ein paar Minuten. Es nimmt alles kein Ende. 2 nur noch. So. Dann habe ich das jedenfalls so. Auf jeden Fall erstmal Holz fällen gehen, ehe ich irgendwas anderes mache. Das ist die Devise, der Devise, das Devise, die Devise. Ich weiß, dass es die Devise heißt, glaube ich zu wissen. Ich weiß, letztendlich, wenn man mal wirklich überlegt, man weiß von dem, was man weiß, hundertprozentig eigentlich gar nicht mal so viel wirklich. Aber das ist auch wieder sowas Philosophisches und da will ich ja jetzt einfach mal nicht zu viel anschneiden, weil das ist ein Thema für den Schulunterricht oder für irgendwas anderes. Oder gerne für Vlogs, aber ist jetzt nicht das Ziel, was ich hier mit dem Minecraft Let's Play versuche zu erreichen. Sondern ich versuche hier ein wenig Spielgefühl mit euch zu teilen. Weil, obwohl ich Minecraft jetzt seit 4 Jahren spiele, ich immer noch derben Spaß daran habe, das weiterhin zu spielen. Weil ich das Spiel einfach prima finde. So, man bekommt relativ schnell doch Gott sei Dank Holz. Ich frage mich eigentlich, warum man sich eine verzauberte Diamantaxt machen sollte. Ich meine, man kommt doch an alles Holz extrem schnell dran. Das ist doch eigentlich wirklich unnötig, finde ich jedenfalls. Mit einer Spitzhacke, da merkt man den Unterschied, vor allem wenn man irgendwie Erz abbaut oder so, da merkt man wirklich den Unterschied. Aber jetzt zum Holzfällen, finde ich jetzt, ist eine Diamantaxt nicht unbedingt notwendig, außer natürlich, dass sie länger hält. Aber im Vergleich, wie viel Eisen man findet, im Vergleich zu den Diamanten, die man findet, jetzt natürlich ohne das, was ich betrieben habe, das Strip Mining, was ich eigentlich immer noch im Endeffekt gar nicht mal so toll fand, dass ich das gemacht habe, findet man doch eigentlich mehr Eisen als Diamanten. Und da kann man sich dann lieber 2 Eisenäxte machen, beziehungsweise 4 Eisenäxte als eine Diamantaxt, finde ich jedenfalls. Ist meine Ansicht der Dinge. Da war nix. Da war... War hier was? Weiß nicht, sieht so aus, als wäre hier was gewesen. Ich pflanze einfach mal. Einfach vorsichtshalber. Und präventiv pflanze ich da was hin. Da stand noch nichts. Upsa. So, hier muss aber was hin. Da liegt ein Apple a Day, Keeps the Doctor Ray. Das ist auch recht angenehm. 44 Holz haben wir jetzt. So langsam läppert sich der Wald hier wieder. Beziehungsweise er wird langsam wieder größer. Das ist schön, weil da hinten war er ja noch nie wirklich groß. Aber jetzt komme ich hier wieder. Ja. Ich gehe immer den gleichen Weg, habe ich das Gefühl. Immer den gleichen, die gleiche Sackgasse gehe ich entlang. Ich habe jetzt schon den Eindruck, es wird nicht so das dufteste Haus werden. Beziehungsweise der dufteste Turm. Moss Cobblestone kann eigentlich mal rein. Dann mache ich mir mal eben hier. Nee, da kann ich auch eben rein zu dem Ofen. Da muss ich ganz ehrlich nicht hier draußen bleiben, um das zu machen. Da kann ich wirklich einmal eben hier Ofen... 21 und dann 14 Kartoffeln habe ich wieder und Level 15 bin ich, dass man für Kartoffeln backen echt XP kriegt. Man bekommt für alle möglichen Sachen XP und für Kartoffeln. Das ist seltsam. Eigentlich wollte ich den letzten Satz ein wenig widersprüchlicher gestalten, aber das ist mir da nicht ganz gelungen. Muss ich zugeben, war jetzt nicht so Premium. Aber nicht weiter schlimm. Hoffe ich. Falls doch, seid mir nicht böse. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass das mit den Ziegeln hier nicht so recht
State of the Art ist. Ich versuche immer durch irgendwelche Akzente irgendwas noch zu retten. Was eigentlich schlussendlich selten klappt. Aber möglich ist vieles und so denke ich immer, dass es eventuell möglich ist, damit was zu machen, was zu reißen. Und ich muss tatsächlich sagen, es sieht so schon ein bisschen besser aus als eben, finde ich zumindest, ist meine persönliche Ansichtssache. Ja, besser als eben, finde ich. Wie gesagt, falls ihr es anders findet, schreibt es in die Kommentare, dann weiß ich das. Dann kann ich da wohl möglich was ändern, eventuell. Weil ich möchte ja natürlich auch noch, dass es euch gefällt, weil es ist ja schließlich unsere Welt. Nicht nur meine Welt. Weil, wenn es nur meine Welt wäre, dann könnte ich auch im Singleplayer spielen. Da müsste ich dann nicht ein Let's Play von machen. So gesehen. Außer natürlich, dass ich meine Freude mit euch teilen will. Aber, davon mal abgesehen, ja, ist das halt so. Okay, es wird schon wieder dunkel. Es ist unglaublich. Es ist echt unglaublich. Ich habe mir auch überlegt, auch wenn es eigentlich ein wenig kontrovers ist und ein wenig seltsam, dass ich das Mühlenrad nach hierhin rausmache, obwohl da der Eingang ist, ganz einfach aus dem Grunde, dass man dann hier eine bessere Sicht auf das Ganze hat. Das habe ich mir so dabei gedacht. Ich weiß nicht, inwiefern das einen erfüllenden Zweck hat, beziehungsweise einen erfüllenden etwas Erfüllendes an sich. So, das mache ich jetzt absichtlich höher. Nicht wundern. So, und dann noch hier. Und dann hier. Und hier, okay. Dann gehe ich mal lieber schnell wieder schlafen, ehe irgendwie komische Monstren ankommen. Und Monstren ist, glaube ich, mein Lieblingswort. Ich weiß nicht, welches Wort ich häufiger erwähnt habe als das. Und das Lied mag ich gerade irgendwie nicht. Jetzt kommt das Lied schon wieder, obwohl ich eigentlich auf Shuffle habe. Das klingt doch ganz nett und hallo Smiley-Kiste. Schön, dich zu sehen. Und gute Nacht. Kann ich direkt schlafen gehen? Das ist ja angenehm. Ich hoffe, draußen spawnt kein Creeper in der Zeit. Und sprengt mir gleich am besten noch die ganze Baute in die Luft. Hier oben muss ich auch mal einrichten. Genauso wie das andere Zimmer. Hier, das habe ich seit jeher auch noch nicht eingerichtet. Das ist echt immer... Ich beende einige Dinge einfach nicht komplett, genauso wie die Stadt. Da ist noch ein riesig freier Raum hinter dem Tempel, ist noch ein riesig freier Platz, wo ich einfach noch gar nichts hingebaut habe. Ha, irgendwie seltsam. Muss ich mal mir selbst die Leviten lesen? Und mich da ein bisschen zusammenreißen, dass ich da ein bisschen energischer baue. Oh, was heißt energischer? Ist jetzt wahrscheinlich das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Dass ich da ein bisschen konsequenter baue, das ist, denke ich, das richtige Wort. So, dann noch das nach vorne. Okay, dann haben wir das so. Dann muss ich jetzt etwas Zusammenführendes machen. Dafür nehme ich mal eben das Holz.